Herzlich willkommen zurück beim Let's Show Minecraft. Ja, es geht wieder weiter. Nach einem Jahr Pause. Ich habe ja damals gedacht, meine Welt geht nicht mehr zum Weiterspielen, dass alles kaputt ist, dass sie unspielbar wäre. Aber es geht jetzt inzwischen wieder, also ich habe mich jetzt wieder gefangen. Und ich habe wieder Freude an dem Bau meiner Welt. Die Qualität ist jetzt auf jeden Fall besser als im letzten Jahr. Im letzten Jahr war ja alles mit einem hässlichen Mikrofon gemacht. Und ja, ihr fragt euch gerade, wo wir wahrscheinlich sind, ne? Wir sind hier gerade in unserem ehemaligen Turm, da wo wir uns letztes Mal umgeschaut haben und die Welt entsetzt untergegangen halten haben. Ja, also ich habe den Turm komplett umgebaut. Ich zeige euch mal von außen, damit ihr euch einen Einblick machen könnt, wie ich den umgebaut habe. Nämlich, er sieht jetzt so aus. Habt ihr wahrscheinlich schon in diesem Preview gesehen. Von diesem, von dem Let's Show. Mit diesen Bildern und so. Und so sieht er von außen aus. Also, ja, ein guter gebauter Turm. Ich habe hier ein paar Mauern benutzt, um hier ein bisschen Akzente zu setzen. Sieht irgendwie aus wie das Haus von Thaddäus, muss ich ehrlich zugeben. Naja, also das ist das Erste, was ich gebaut habe. Also ich habe nicht so viel gebaut während der Pause. Ich musste mich erst wieder fangen in dieser Welt und wieder motivieren, dass ich hier wieder ein bisschen weiter zocke. Und ich zeige euch mal die Stockwerke. Hier ist mein mein Verzauberungsdingens. Und ja, hier unten habe ich ein kleines Bettchen gemacht zum Rasten. Hier kann man auch ausschauen. Sieht ganz nett aus. Dann gehen wir wieder ein Stockwerk weiter runter. Hier habe ich meinen Braustand gebaut. Zum Brauen halt das ganze Zeug. Hier noch ein bisschen dekoriert mit ein paar Pilzen. Dann hier, da habe ich noch nichts gefunden für diesen Raum. Und hier sollte ich eigentlich Wasser reinkippen. Aber ich glaube, das steht mir dann eher im Weg. Also das ist das Erste. Mein Turm sieht jetzt total anders aus. Gehen wir mal zu unserem Lagerhaus. Der ist total im Umbau. Okay, hier seht ihr mein Lagerhaus von oben gesehen. Ich möchte das Lagerhaus in eine Burg umwandeln. Daher habe ich jetzt ein paar Steinblöcke hier hingebaut. Man erkennt noch Umrisse von dem alten Lagerhaus. Hier habe ich angefangen. Sieht schon etwas, ja, burgmäßig aus. Hier habe ich auch ein paar Lianen hingesetzt, um ein paar Akzente zu setzen. So sieht es von vorne aus. Hier kann man reingehen von vorne. Das sollte hier dann der Eingang werden. Ja, hier ist noch ein paar Glas von diesem alten Lagerhaus, aber das wird natürlich alles abgerissen. Ich weiß, das wird dann die größte Glasverschwendung ever werden, aber egal. Ich habe genug Sand in meinem Lagerhaus gelagert. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Lagerhaus dann aussehen wird. Also es bleibt weiterhin ein Lagerhaus, es wird bloß von außen aussehen wie eine Festung. Und zwar sieht das Ganze so aus, vom Lagerhaus her innen. Da werde ich den inneren Lagerraum alles abreißen, was aus Holz besteht, und ihn durch Steine ersetzen, damit das Ganze ein bisschen epischer aussieht, mit Stein und so. Ja, hier kommt das ganze Sandstein rein und die ganzen Lagersachen werden hier reingelagert. Jetzt zeige ich mal das Ganze nochmal vom letzten Mal. Das kennt ihr ja wahrscheinlich vom letzten Mal, falls ihr das jetzt Show gesehen habt. Na, jetzt aber blöde Türen, ich hasse euch. Also es sieht weiterhin so aus wie beim letzten Mal, unverändert. Hier ist weiterhin diese Musikdingens, das werde ich aber auch abreißen. Außerdem habe ich hier den ganzen Abraum hier entfernt, der uns blockiert hat. Alles ist jetzt leer geräumt von innen her. Das Lagerhaus war ja früher ein riesiger Berg, das habe ich dann alles mit Spitzhacken abgebaut. Und ja, jetzt sieht es so aus ungefähr. Nur damit ihr einen Einblick kriegt, wie meine Welt jetzt aussieht, da kann man sogar raus. Wird natürlich geschlossen hier, keine Frage. Gut, dann gehen wir hier nach unten. Und zwar in den, ja, also da wo eigentlich die Monsterfalle früher werden sollte, also die Tierfalle, wie auch immer. Ich möchte jetzt so keine Tierfalle mehr machen. Sondern ich möchte hier den Untergrund, die Untergrundsachen hier lagern, also zum Beispiel so Steine, Cobblestones, Netherracks, Steine, das ganze Zeug. Dafür muss ich hier natürlich wieder den Abraum hier entfernen. Das ist auch wieder eine Arbeit. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen laut, oder? Ne, ist es nicht.
Gut, dann gehen wir mal in den Nether. Und dann zeige ich euch, was sich da verändert hat. Eigentlich gar nichts. Der Nether sieht weiterhin so aus wie vorher. Unverändert, hier ist immer noch das ganze Zeug. Hier ist immer noch die Knast. Hier ist immer noch der Knast. Also, ja, hier muss ich euch eigentlich nichts zeigen. Weil ihr kennt es ja alles schon. Ne? Hier ist der Knast und so. Sieht alles noch aus wie bisher. Keine Veränderung im Nether. Gehen wir mal wieder raus. Oder ich gehe mal zu meinem Zuckerfarm, damit ihr das nochmal in eurem Kopf wieder abrufen könnt, falls ihr das Let's Play nicht mehr so genau in Erinnerung habt. Ach ja, hier habe ich das Ganze umgebaut zu einer Netherwarzenfarm. Und hier unten möchte ich Lava hin machen, aber ich glaube, das ist ein bisschen mühselig, weil ich muss hier erst einmal nach unten, dann die ganzen Lava-Spots platzieren und dann wieder nach oben. Und das ist ein riesen Aufwand, daher komme ich gar nicht dazu, das zu machen. Und epische Kirchenmusik jetzt gerade. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, die Musik. Aber ich glaube, in meinen Let's Plays war es ja ein bisschen zu leise. Deswegen lasse ich jetzt einfach mal laufen. Ne, komm, ich mach leise. So, ihr müsst mich ja hören. Ich bin ja ein Let's Player hier. Ich muss ja das Ganze kommentieren. Und ihr müsst das Ganze auch hören können. So. So ist wieder die Knast, die Zelle für Schwerverbrecher, die immer noch keine Zelle ist. Lol. Hier auch noch alles unverändert. Wie gesagt, nur zum Wiederabrufen laufe ich jetzt da gerade wieder durch. Ach ja, kann sein, dass ich es euch noch nicht gezeigt habe, aber hier geht's weiter. Habe ich weiter gebaut. Und zwar geht's hier. Ah, ihr seht, meine Festung ist ziemlich groß. So, hier geht's auch weiter. Hier geht's nach oben. Da auch. Und hier endet das Ganze. Hier möchte ich natürlich weiter bis nach oben bauen, bis zur Bedrock hin. Und dann hier so eine riesige Brücke. Moment. Hier so eine riesige Brücke hinbauen, sodass es hier das Ganze bis nach oben geht. Moment, ich mache mal mein Visier wieder an. Nein, kein Screenshot. Also ungefähr bis hierhin möchte ich es hinbauen, so eine riesige Brücke. Und ja, gehen wir mal wieder raus aus dem Nether. Ich glaube, jetzt mache ich offscreen. Okay, Musik wieder an. Okay. Ja, ich habe gerade Creative drin, damit ich fliegen kann, damit ich mir nicht so viel Mühe geben muss. Mit dem Laufen, damit das Ganze schnell geht. So, hier gehe ich mal weiter. Also das ist auch immer noch unverändert. Die Musik passt gar nicht. Moment. Sorry. Jetzt. Kann sein, dass ihr meine Tastaturgetippe hört, weil meine Tastatur war gerade ziemlich nahe an meinem Mikrofon dran, ne? Und ja, hier ist das Portal. Das führt zur Zuckerfarm. Ich glaube, da habe ich ein bisschen was weitergebaut. Keine Ahnung, ob ich es euch gezeigt habe oder nicht. Ich laufe jetzt einfach mal random oben und zeige euch die Sachen, wo ich mir nicht sicher bin, dass ihr die gesehen habt. Ja, hier oben habe ich die Erde ein bisschen weggeklatscht. Keine Ahnung, warum ich das eigentlich gemacht habe. Vielleicht damit es hier nicht so Cobblestone-mäßig aussieht. So, und hier sind wir in der Zuckerrohrfarm. Ach ja, genau, ich weiß, was ich neu gebaut habe. Und zwar habe ich jetzt das Ganze automatisiert, das ganze Zuckerrohr sammeln. Ich habe hier einen riesigen Berg gebaut. Da, wo eigentlich das Zuckerrohrfeuer war. Und dort habe ich das Ganze, also unter diesen Erdesblöcken. Moment, ich zeige es euch schnell. Verdammt, jetzt habe ich was kaputt gemacht. Moment, ich repariere es schnell. Zack. Nein. Moment. Sorry, dass ich jetzt im Let's Play machen muss. So, jetzt. Ich hoffe, das ist der richtige Redstone-Dingens. Okay, ich zeige euch jetzt, was ich gemacht habe. Ich habe das Ganze automatisiert mit Redstone. Man muss hier eins ganz einfach diesen Button drücken, der hier ist, oder den Hebel. Zack, der setzt dann die Maschine in Bewegung. Muss ich natürlich wieder ausschalten, ist klar. Dann gehe ich hier nach unten. Und hier sammelt sich dann das ganze Zuckerrohr. Hier und hier. Das ist Hightech. Und ich zeige es euch jetzt mal von innen. Hier kann man auch reingehen, um sich die Sachen einzusammeln, die hier liegen geblieben sind, die nicht reingefallen sind. Könnt ihr euch auch nachbauen. Ich zeige jetzt euch mal schnell, wie das ungefähr aussieht, damit ihr euch ein Bild machen könnt. Irgendwie kommt diese Musik in jedem Part, wo ich Minecraft mache, fällt mir irgendwie auf. Naja. Also so sieht es ungefähr aus, die automatische Sammelmaschine von Zuckerrohr. Ist ganz bequem, da kriege ich auch immer wieder neues Zucker für Kuchen zum Beispiel. Ist ganz gut, ja.
Ach ja, die Leiter, die war ja vorher hier geradeaus, aber ich habe sie jetzt seitlich hingebaut, weil das sieht ein bisschen besser aus. Und ja. Und der Balkon, den kennen wir, glaube ich, noch nicht. Also hier ist ja noch ein Balkon, glaube ich. Jawohl, Balkon. Und hier die ganzen Tische, die habe ich gefixt. Ja, hier war ja vorher immer ein Half-Step, weil es gab es ja noch nicht, dass die Treppen sich miteinander verbinden, wenn die so seitlich sind. Sieht das ganz gut aus eigentlich. Gut, hier seht ihr meine Farm, meine Tierfarm. Auch wieder mit Schafen. Ich glaube, den Steg wisst ihr, warum ich den... Geh rein, scheiße, ich zerstöre meine ganzen Sachen. Also, das dient ja dazu da, weil manchmal ein paar Tiere ausbüchsen, dann nehme ich mir ein bisschen Weizen und tue sie wieder reinlocken. Deswegen ist diese Treppe hier da. Ach ja, und das hier habe ich auch automatisiert, die ganze Sammelstelle. Ich glaube, die wollte ich eigentlich noch vollpflanzen vor dem Let's Show, aber hier habe ich wahrscheinlich vergessen. Das ist jetzt wie Gronks das ist wie Gronks Weizenmaschine. Bloß kriegt man da ein bisschen mehr Weizen als Gronk. Und der Hebel dafür befindet sich hier in meinem Schafshaus. Ich muss nur hier drücken. Führt manchmal zu Lecks, dass ich den benutze, aber nur wenn Weizen drin ist. Deswegen führt es gerade nicht zu einem Leck. Und ja, wenn ich hier drauf drücke, dann kommt das Wasser, bewegt sich hier nach unten und nimmt das ganze Weizen mit. Es sammelt sich dann alles hier unten. Und ich gehe dann immer hier durch und sammle das Ganze ein. Ganz bequeme Sache. Gut, dann zeige ich euch jetzt diesen Baum, den kennt ihr wahrscheinlich auch noch. Wenn nicht, dann zeige ich ihn euch mal. Also hier ein paar Lianen zum Hochklettern. Ich mache das mal ein bisschen schneller. So, jetzt. Dann sieht man, ja, dann hat man hier einen guten Ausblick auf das ganze Gebiet. Hier noch ein paar Tische zur Dekoration. Hier geht sogar noch eins weiter hoch. Hier habe ich ein bisschen mit Laub rumgespielt. Mache ich eigentlich nicht so häufig. So, und hier geht es natürlich ganz nach oben. Da kann man sich dann einen Ausblick von der ganzen Landschaft machen. Gut, dann gehen wir jetzt zum Haus des Sonnenuntergangs. Da habe ich auch ein bisschen was umgebaut. Ihr merkt wahrscheinlich, ich habe das Holz durch Wolle ersetzt. Sieht ein bisschen fröhlicher oder comicartiger aus, wenn ich das Ganze mit Wolle baue. Habe ich auch mal ein bisschen probiert, wie sich die Wolle so als Bau von Gebäuden wirkt. Ja, ich probiere sehr gerne in meinen Let's Plays. Hier, Haus des Sonnenuntergangs, das soll hier eine untergehende Sonne darstellen. Und die Sonne, die untergeht, kann man hier dann auch beim Leuchtturm erkennen. Beim Leuchtturm habe ich übrigens nichts umgebaut. Beim Dock auch nicht, also hier ist alles auch wieder unverändert. Und hier, ja, das Dach ist noch nicht ganz fertig, weil ich nicht genug rote Wolle habe. Da muss ich, ja, ich glaube, da habe ich insgesamt nur ein Schaf, das rote Wolle für mich liefert. Ansonsten habe ich ja auch wieder alles durch Wolle ersetzt, wie im Haus des Sonnenuntergangs. Das ist jetzt das Haus des Sonnenaufgangs. Außerdem habe ich hier eine U-Bahn-Station gebaut. Ja, das kommt ja natürlich alles weg. Da war ich, glaube ich, ein bisschen zu faul beim letzten Mal, das abzuholzen oder abzufällen. Außerdem möchte ich hier jetzt beim nächsten Mal hier weiter eine große Farm hinbauen für Melonen und für Kürbisse. Hier an diesem Ort, wo ich gerade bin. Da, wo gerade die Kuh steht. Jetzt gehen wir mal zu meiner Küche. Da habe ich ein bisschen was hingepflanzt. Ich glaube, das mache ich auch wieder offscreen. Gut, hier sind wir bei meiner Küche. Die sieht von außen her so aus. Ah, Moment. So sieht die aus. Ich muss sagen, die Melonen habe ich mir hergecheatet, weil es bei mir gar keine Minen gibt, weil meine Welt ein bisschen älter ist. Die gibt es schon seit der Version Beta 1.2. Daher gibt es bei mir keine Melonen. Bei mir ist es irgendwie bei Strukturen generieren ist es ausgeschaltet. Daher musste ich mir die Melonen hercheaten mit dem Creative-Modus. Und ja, so sieht es jetzt ungefähr aus. Von innen her sieht es auch ziemlich unverändert aus. Hier oben gibt es auch noch nichts Neues. Hier könnte ich eigentlich ein paar Kisten hinbauen, fällt mir gerade so ein. Weil hier unten füllen sich langsam die Kisten mit Nahrungsmitteln. Naja, hier ist auch wieder der Keller. Ich glaube, den benutze ich gar nicht mehr. Ich glaube, den kann ich sogar dicht machen, weil da wachsen keine Pilze. Keine Ahnung warum. Ich check das noch nicht so, wie Pilze wachsen. Gut, dann gehen wir jetzt zu meiner... Halt, nein, ich zeige euch jetzt noch, wie das von außen her aussieht. Ah, Moment, ich gehe zunächst pennen, damit ihr was sehen tut. Natürlich könnte ich auch einfach cheaten, aber ich weiß den Cheat gerade nicht, wie es Tag wird.
Irgendwie rede ich jetzt hier sehr schnell, keine Ahnung. So, nicht wundern, falls ihr euch jetzt denkt, warum hier so ein riesiges Kraterloch ist. Sieht irgendwie aus wie ein Meteoritenkrater. Russlands 2013. ganz einfach, hier war vorher alles Sand. Und ich fand das Sand hier total hässlich. Deswegen habe ich hier das ganze Sand abgebaut. Das liegt jetzt alles in meinem Lagerhaus da drüben. Und daher, ja, ist jetzt alles so leer. Ich möchte es natürlich wieder füllen mit Erde. Da habe ich schon ein bisschen angefangen hier an diesem Ort. Und hier unten, hier ist der Dungeon, den wir damals gefunden haben. Den ich überraschend gefunden habe. Den möchte ich ausbauen zu einem Haus. Bin ich auch noch nicht dazu gekommen. Und außerdem fehlt hier doch irgendwas, ne Leute? Was fehlt hier? Dreimal dürft ihr raten, was fehlt hier? Ich habe hier irgendwas abgerissen. Dreimal dürft ihr raten, was ich abgerissen habe. Schreibt es am besten in den Kommentaren. Ich werde es nicht kommentieren, was ich hier abgerissen habe. Ihr kommt bestimmt selber drauf. Deswegen, ja, aus dem Grund, warum ich das gemacht habe, ich möchte hier das Ganze ein bisschen natürlicher gestalten, mit so einem Wald um die Burg herum, hier in so einem kleinen Dörfchen, und da ist das, was ich abgerissen habe, nicht so besonders passend. Deswegen, ja, habe ich das Ganze jetzt ein bisschen geebnet. Hier wird dann alles zu einem natürlichen Dorf, wie im Mittelalter halt, damit das Ganze ein bisschen mittelalterlich aussieht, nicht so Hightech-mäßig, überall verstreut mit so Riesendingern, die ich abgerissen habe. Ja. Deswegen habe ich die jetzt abgerissen. Gehen wir jetzt zu meiner Pyramide, die habe ich erweitert. Die letzte Pyramide, die ihr gesehen habt, die war nicht ganz so groß. Die habe ich jetzt vergrößert, kann man sagen. Die war ja vorher nur halb so groß, wie sie jetzt ist. Jetzt habe ich eine riesige Pyramide gebaut. Ich möchte daraus eine Monsterfalle später bauen. Habe ich auch noch nicht damit angefangen. Ich habe gerade mal damit angefangen, das Äußere zu bauen. Hier kann man auch reingehen. Hier führt es direkt in diesem Ort rein, wo unsere alte Pyramide hingeführt hat. Und die führt wiederum zu unserem Lagerhaus. Lauter Revolution hier in diesem Part. Ja, ja, ja. Gut, hier ist wieder unser Rollercoaster of Doom, der zur Monsterfalle da hinten führt. Da habe ich auch nichts gebaut. Nichts Neues. Sieht immer noch unverändert aus. Auch bei meiner 1.8 Welt sieht alles unverändert aus, da habe ich auch noch nichts gebaut. Das ist ungefähr alles, was ich ja so gebaut habe. Also den größten Teil der Arbeit habe ich dahin gesteckt, das Ding abzureißen und das ganze Gebiet hier zu ebnen. Da war ja vorher ein riesiger Berg dran. Ne? Und um den Abraum im Lagerhaus zu entfernen, da habe ich auch noch eine Menge Zeit dafür gebraucht. Und hier, da war ja vorher auch so ein riesiger Berg, da wo jetzt alles eben ist und voller Schnee ist, da war auch alles ein riesiger Berg, musste ich auch alles abbauen. Mit der Hand. War eine fette Arbeit hier. Sieht man sogar noch was vom Berg abgeschnitten. Von dem, wo ich auch abgebaut habe. Jetzt ist das Lagerhaus frei. Ich werde mich bemühen, bis zum nächsten Let's Show das Lagerhaus fertig zu bauen. Vielleicht sogar noch bis da hinten das Ganze zu verschönern. Und die Melonen- und Kürbisfarm da hinten zu bauen. Das alles werde ich im nächsten Part versuchen zu bauen. Gut, dann war es das auch für diese Show. War nicht ganz so lange, weil es ein paar, ja, die meiste Arbeit war eigentlich nur abbauen während dieses letzten Jahres. Und ich hoffe, wir können das Let's Play wieder fortfahren. Also das Let's Show meine ich. Ich hoffe, wir können es wieder fortfahren. Wäre ganz nett, mal wieder so ein Let's Show zu machen monatlich mit dem, was ich euch, mit dem, was ich alles normal, um euch zu zeigen, was ich alles gebaut habe. Und ja, und in dem Sinne sage ich bis zum nächsten Let's Show Part. Also, ciao Leute.